Dominik Drexler mein Name. Und ich habe vor, diesen Gegner Mitglied der Mannschaft vorzuführen. Das ist mein Ziel heute. Darf ich sagen? Das ist Rodri Salazar. Richtig. Glückwunsch. Danke. 1:0 für Dominik. Nee, hier. Doch, nein. Hier. Nein, das war ganz sicher ich. Ja, hier hat's zuerst Alex gerade. Komm, für die Spannung machen wir das, aber das war ja ganz klar. Hast du das nicht gehört? Ich war ganz sicher als Erster. Egal, nee. Sadie. Frag einmal hier rechts nach, Dominik. Links. Bei dem Herrn. Na gut, okay. Habt ihr eine geheime Vereinbarung, ihr beiden? 1:1. Okay. Dominik? Das ist Bülti. Richtig. 2:1 für Dominik. Sadie, du musst schnell draufdrücken, dass du das weißt. Cedric? Ah ja, Yoshida. Richtig. 2:2. Dominik? Das ist Florian Kainz rechts. Er weiß es nicht, er hat einfach gedrückt. Ich sag, ich bin das. Falsch. Nein! Cedric, du darfst jetzt raten. Dann sage ich, ich bin das. Falsch. Es wäre Tobias Mohr. Oh, weil er mit rechts flanken will. Damit endet dieses Spiel unentschieden. Ehrlich? Da kann ich gerade noch so mit leben. Boah, beim Roger bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Ralf Herrmann ist. Richtig. Ich hätte kaum ihn gesagt. Es steht 1:0 für Dominik. Ich sag Tobias Mo. Richtig. 1:1. Tom Kraus. Richtig. 2:1 für Dominik. Ja, sag ich auch. Richtig. Ja. Damit steht es 2:2 und das Spiel geht unentschieden vorbei. Aus. Ja, Glückwunsch. Das, Wir haben noch ein Spiel. Ach so, okay. Ja? Bülti. Scheiße. Richtig. Union war aber geil. Das hätte Simon sein ja, können. Ja, ich wollte Polti. Zuerst Polti sagen, aber dann... Scheiße. Dass du das weißt, dass der mal bei uns... Ah ja, stimmt, dass du gegen ihn spielt. Scheiße. 1:0 für Cedric. Polti. Richtig. 1:1. Könnt ihr mich mal loben, dass ich das weiß? Das ist ja unglaublich, oder? Stark. Tom Kraus. Richtig. Boah, das war. Wusstest du das auch vor der letzten Info schon? Ja.
Es steht 2-1 für Cedric. Ich muss es versuchen. Rotterdam. Es ist Thomas Ovejan. Falsch. Dann sage ich Jordan Larsson. Richtig. Ich lege Beschwerde für die Spielwertung ein. Damit steht es 3-1 für Cedric und das Spiel geht an Cedric. Und damit gewinnt Cedric diese Folge. Jawohl! Ich bin heute Morgen im Training schon beschissen worden. Jetzt werde ich hier durch diese Sebastian-Polter-Geschichte, das wäre mein Sieg gewesen. Ich annulliere, ich werde vor das Schiedsgericht ziehen und werde das nochmal in Frage stellen, ob das wirklich alles hier mit rechten Dingen ist. Dom ist sehr ein ehrgeiziger Typ.